Sie war die überragende Athletin beim sensationellen WM-Auftakt der deutschen Behindertensportler in Katar. Vanessa Loh überbot den alten Weltrekord im Weitsprung gleich zweimal in einem Wettbewerb und sicherte sich mit einer Weite von 4,79 Meter den WM-Titel vor ihrer großen Rivalin Martina Caironi und Landsfrau Jana Schmidt. Zur Belohnung für diese herausragende Leistung durfte auch ganz kurz der Ernährungsplan vergessen werden. Mein Freund hat mir versprochen, dass es gleich ein bisschen Schokolade gibt. Ein Stückchen Schokolade gönne ich mir, aber dann will ich mich wieder fokussieren, ein bisschen in die Physiotherapie gehen und mich erholen, entspannen, ein bisschen trainieren und hoffentlich nochmal Bestleistung abrufen. Bereits zuvor durfte das deutsche Team die ersten Medaillen des Tages im Kugelstoßen bejubeln. Frank Tinnemeier gewann gleich in der ersten Entscheidung der Weltmeisterschaften Bronze mit deutschem Rekord. Im Anschluss überraschte Sebastian Dietz mit seiner Leistung nicht nur den russischen Titelverteidiger und Topfavoriten Wladimir Swiridow, sondern sogar sich selbst. Mega geil. Ich wusste, es wird ein verdammt harter Wettkampf. Der Russe ist bärenstark, das weiß ich auch. Aber ich wollte einfach alles reinhauen, ich wollte versuchen, ihn zu ärgern. Und nächstes Jahr in Rio war eigentlich das Ziel, aber ist egal, ich habe Gold. Und fürs deutsche Team, für unsere Nation, das ist das Wichtigste. Zweimal Gold und zweimal Bronze, gleich am ersten Tag. Den WM-Auftakt hätten sich die deutschen Athleten kaum schöner vorstellen können.